Herzlich willkommen im Center of Excellence des Mercedes-Werks Sindelfingen. Ich bin Andreas May und ich habe mir gerade meinen neuen Mercedes abgeholt. Das ist natürlich totaler Quatsch, denn erstens, hier holt Chef sich seine S-Klasse ab oder seinen GLS Maybach. Und das ist nicht mein Auto, das ist ein Testwagen. Das ist der neue Mercedes EQA. Und das ist nichts anderes als die elektrische Version des Mercedes GLA, also ein Elektro-SUV. Kurz die Daten, 426 Kilometer elektrische Reichweite, 190 PS, Motor vorn, Vorderradantrieb. Und wir gucken jetzt mal, was dieses Auto alles kann. Das hier ist nicht der Opel Visor, also der neue Kühlergrill von Opel. Das ist das Black Panel von Mercedes. Ihr seht hier eine geschlossene Veranstaltung. Das ist eine Kunststoffabdeckung, in schwarz gehalten, großer Mercedes-Stern. Aber es kommt trotzdem Luft rein, die kommt nämlich von hier unten. Und wenn der Motor nach Luft lechzt, dann geht hier eine Jalousie hinter diesem Black Panel auf und es wird kühl. Eins, zwei, drei, vier, 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 sechs, fünf. Das ist das genau von mir ermittelte Maß des neuen Mercedes EQA. Und ihr seht, 4,47 Meter. Es gibt ja noch den Mitbewerber ID4 von VW, der ist 4,58 Meter. Und wir werden gleich mal gucken, ob dieses Auto innen drin auch so richtig groß ist, wie das 4,47 Meter vermuten lassen. Auf jeden Fall ist er ein bisschen länger geworden als der GLA, denn er hat eine andere Heckschürze. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Und ich bin schon wieder auf den Knien, denn ich suche das Nummernschild mit dem TÜV-Stempel. Er hat noch TÜV, alles gut. Ich habe das Nummernschild hier unten entdeckt. Das ist normalerweise hier beim Mercedes GLA. Irgendwie müssen sich diese Autos ja unterscheiden. Und zwar nicht nur durch EQA, sondern Nummernschild beim elektrischen unten, beim nicht elektrischen hier. Wir Dieselfreunde würden uns natürlich fragen, wo ist der Tank? Als E-Fahrer kann ich sagen, hier auf der rechten Seite. Und darin unterscheidet er sich vom GLA. Da ist er nämlich links. Geladen wird also rechts und geladen wird zweifach. Einmal zu Hause mit 11 kW, da ist er über Nacht voll. Und einmal an der Schnellladestation mit 100 kW Ladeleistung. Und der Mercedes sagt von 10% auf 80% in 30 Minuten bei IONITY zum Beispiel. Das werden wir nachprüfen. Auf jeden Fall, was feststeht, im ersten Jahr tanken wir bei IONITY für 29 Cent. Das ist wirklich ein Sonderangebot. Im zweiten Jahr müssen wir uns dann so ein Abo kaufen, ein Mercedes-Me-Abo. Und dann tanken wir auch wieder für 29 Cent bei IONITY. Finde ich, ist ein faires Angebot. Sollte man machen, wenn man Langstrecke fährt. Wie sitze ich hinten? Die Antwort einigermaßen, nee, richtig gut. Das liegt daran, dass ich ordentlich Kopffreiheit habe. Ich habe ordentlich Kniefreiheit, aber ihr seht auch, ich habe die Beine so ein bisschen angewinkelt. Das liegt daran, dass ich nicht so tief runterkomme mit den Füßen, denn da ist die Batterie. Und irgendwo müssen die 66,5 Kilowattstunden ja hin. Und die sind unter mir im Fahrzeugboden. Ich bin heute hier in Sindelfingen mit unserer A-Klasse aus dem Dauertest und deshalb kann ich sagen, wer hat das beste Connectivity-System
Ich sage jetzt den Markennamen nicht, denn ansonsten fängt die Tante an zu reden. Die ist nämlich scharf geschaltet auf das Wörtchen, das mit M beginnt. Ich sage, dieses Cockpit hier sieht genauso aus wie ein Mercedes GLA. Na klar, es ist ja auch ein GLA, nämlich der elektrische GLA. Das heißt, hier dieses lange Pad mit Digitalanzeige für Tacho und für Daten, für Fahrdaten. Hier Navigationssystem, du hast hier die Kurzwahlknöpfchen, sehr angenehm. Du hast hier das Touchpad. Mein Handy lädt gerade induktiv auf in der Mittelkonsole. Alles sehr fein gemacht, Mercedes halt, kostet natürlich auch dementsprechend. Aber das Interessante an diesem Auto, wenn du das Navigationsziel Hamburg zum Beispiel eingeben würdest, das sind ja etwas über 700 Kilometer von hier aus, dann würde er dir Ladevorschläge machen. Da würde er nämlich sagen, wo du lädst, wie lange du lädst und wie schnell du lädst. Und du musst einfach nur bestätigen, dahin fahren, Rüssel in den Tank, fertig. Wir fahren mit dem neuen Mercedes EQA oder EQA, je nachdem, also mit dem Elektro-Mercedes der GLA-Klasse. Und das Schönste haben wir jetzt gerade schon ausprobiert. Du trittst auf den Pinsel und er hat gleich volles Programm. Das ist ja immer das Schönste beim Elektroauto. Der hat gleich sein volles Drehmoment und da ballern die Newtonmeter nur so rein. In diesem Fall liegt der Motor auf der Vorderachse, das Auto hat also Vorderradantrieb und das ist ja so ein bisschen anders als bei VW. Die haben beim ID3, ID4 zunächst erstmal Hinterradantrieb und hier also vorne. Ich habe gerade den Entwicklungsingenieur gefragt, warum baut ihr den Motor vorne ein und warum geht ihr auf Vorderradantrieb? Die einfache Antwort, das ist eine Frontantriebsplattform. Richtig schön wellig hier, 10 km/h musst du fahren. Also eine Frontantriebsplattform. Und auf dieser Plattform bauen sie auch den GLA und somit auch den AQA. Und sie haben keine eigene Elektroplattform entwickelt, sondern sie haben gesagt, wir machen eine Plattform, die alles kann. Und somit sagen sie Frontantriebsplattform, also Vorderradantrieb. Sie bauen natürlich auch noch einen stärkeren EQA. Und der wird dann Allradantrieb haben, der wird dann über 200 kW haben, also roundabout 270, 280, 290 PS unter uns Freunden der alten Schule. So, wir verlassen das Mercedes-Werksgelände und fahren mal so Richtung schnellerer Straße und die Ladestandsanzeige sagt, nicht mehr ganz voll, fast voll, Reichweite 355 Kilometer. Mercedes sagt ja, WLTP 426 Kilometer. Also das ist das Maximale, was du aus dieser Batterie rausfahren kannst. Ich würde sagen, diese 355, die er uns hier anzeigt, das ist eher der Regelbetrieb. Denn wir fahren ja nicht auf dem Prüfstand, wir fahren ja in der freien Wildbahn. Und da fahren wir auch ab und zu mal auf der Autobahn, wir fahren im Stadtverkehr, wo wir rekuperieren können, also Bremsenergie zurückgewinnen. Wir fahren aber vor allen Dingen und wollen auch mal ein bisschen Spaß haben und treten mal ein bisschen auf den Pinsel. Und ganz klar, wenn wir das übertreiben, dann geht natürlich die Reichweite in den Keller. Wir sind immer noch bei 355. Und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ach Elektroauto und du musst permanent laden und es ist ja immer alle der Akku. Hey, 350 Kilometer Restreichweite. 350 Kilometer. Manchmal kommt mir die Diskussion vor, als ob wir alle Schraubenvertreter bei Wirth sind und fahren mit unserem Dieselfokus jeden Tag 700 Kilometer. Das machen wir doch nicht. Der normale Deutsche, der Durchschnittsdeutsche, der fährt im Jahr 12.000, 13.000, 14.000 Kilometer. Jetzt teilt das mal durch 365 Tage und wir gehen mal von ungefähr 40, 45, 50 Kilometern aus, die wir am Tag fahren. Reichweite 350 Kilometer. 40, 50 Kilometer am Tag. So ein Auto kauft man, ein Elektroauto kauft man, wenn man Wohneigentum hat. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, eine Wallbox zu Hause in der Garage unterm Carport zu installieren, dann
würde ich den Leuten so ein Elektroauto empfehlen. Wenn die Leute diese Möglichkeit nicht haben, würde ich ihnen ein Elektroauto nicht empfehlen. Aber wenn jetzt dieser Otto-Normalfahrer Wohneigentum hat, lädt bei sich zu Hause mit einer 11 kW Ladebox und hängt das Auto jeden Abend an die 11 kW Ladebox. Das Auto ist immer voll und das Auto wird nur leer, wenn du damit mal Tante Hedwig 300 Kilometer weiter besuchst, dann musst du mal laden bei Ionity oder wenn du damit mal in Skiurlaub fährst oder mal an die Nordsee in Urlaub. Das heißt, zwei, dreimal im Jahr geht das Auto an die Belastungsgrenze und dann musst du halt mal unterwegs fremd laden. Ansonsten, wenn du wirklich so ein Otto-Normalfahrer bist und fährst 12.000 Kilometer im Jahr, dann wird das Auto niemals leer, weil du es ja immer unterm Carport lädst. Also bei dieser ganzen Diskussion E-Auto, bitte mal ein bisschen vernünftig sein und bitte mal das eigene Fahrprofil angucken. Ich hatte es ja gesagt, als ich hier in diesem Cockpit Platz genommen hatte, dass ich eigentlich fast gar nicht merke, bin ich jetzt in einem E-Auto, bin ich jetzt im Verbrenner. Du kannst es dann doch merken, wenn du mal an diesen Schaltpedalen rumspielst. Beim Verbrenner wechselst du damit den Gang beim Automatikgetriebe. Hier hast du eine Eingangautomatik, aber du regelst die Rekuperation. Das heißt, du regelst jetzt mit dem Minuspedal, ob er stärker bremsen soll, wenn du das Gaspedal loslässt und ob er mehr rekuperieren soll. Das ist dann die Bremsenergie-Rückgewinnung. Und wenn du das wirklich auf die Spitze treibst, das heißt, wenn du Minus, Minus, Minus drückst, dann musst du fast gar nicht mehr bremsen, weil das Auto bremst ja für dich. Und wir rollen jetzt so mit 10 km/h, 9 km/h, 8 km/h auf das Heck des Opel Astra zu. Und jetzt bremse ich. Das heißt, jetzt habe ich die Bremse benutzt. Jetzt habe ich ein bisschen für Verschleiß gesorgt. Wahrscheinlich nicht so viel. Ich glaube, ihr werdet nie wieder so hohe Inspektionskosten haben, weil bei einem E-Auto müssen Bremsscheiben und Bremsbeläge allerhöchstens dann gewechselt werden, wenn sie hart sind oder wenn sie riefig sind, aber nicht, weil sie verschlissen sind, denn das wird nicht passieren. So, wir sind jetzt schon ein paar Kilometer gefahren, überholen jetzt gerade diesen LKW und ihr fragt euch, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem GLA und einem EQA beim Fahren? Ich kann euch sagen, das Auto ist schon mal 500 Kilogramm schwerer und es ist vor allen Dingen da schwerer, wo es Sinn macht, nämlich unter mir im Fahrzeugboden. Da sind nämlich die Akkus verbaut und ein Teil des Gewichts kommt auch nochmal dadurch, dass die Schweller extra nochmal verstärkt sind, dass um die Akkus praktisch so ein Alu-Block nochmal gebaut ist aus Sicherheitsgründen. Mercedes sagt, wir haben alle Crashtests mit Bravour bestanden. Das Auto ist also richtig safe und ich finde, es liegt richtig gut auf der Straße, denn das liegt am tiefen Schwerpunkt. Der wankt fast überhaupt nicht, hat also einen richtig sportlichen Auftritt auf der Straße, hatte ja der GLA auch schon, aber der hier, der toppt das nochmal wegen des tiefen Schwerpunkts. Wir beenden unsere kleine Testrunde im Grünen und das aus gutem Grund. Der neue Mercedes EQA fährt elektrisch über 400 Kilometer. Er tankt Ökostrom über die Mercedes Me App. Und wenn jetzt noch irgendeiner sagt, SUV sind immer umweltschädlich, nee, geht auch elektrisch. Ich bin jetzt gespannt auf das erste Duell gegen den VW ID.4. Denn beide kosten nach Abzug der Prämie, der Umweltförderung unter 40.000 Euro. Und so langsam wird E-Mobilität im SUV bezahlbar.